Sind wir Menschen wirklich die einzige intelligente Spezies auf unserem Planeten? Hallo und willkommen bei dieser Ausgabe von Newton. Vor über 400.000 Jahren hat der Siegeszug einer ganz speziellen Primatenart begonnen, nämlich der des Homo sapiens. Unser Gehirn ist derartig gut strukturiert und weit entwickelt, dass wir in der Lage sind, nicht nur Feuer zu machen, sondern sogar bis zum Mond zu fliegen gelernt haben. Bis jetzt sind wir immer davon ausgegangen, dass wir Menschen die einzigen sind, die über eine derartige Intelligenz verfügen. Doch die Forscher kommen schön langsam drauf, dass so manches Tier uns da ziemlich nahe kommt. Die Menschheit glaubte lange, dass Tiere seelenlose und dumme Wesen sind. Der Mensch machte sich die Tiere untertan. Die moderne Wissenschaft erkennt aber, dass viele Tiere logisch denken und kreative Ideen entwickeln, dass sie eine Vorstellung von Raum und Zeit haben, dass sie Liebe und Trauer empfinden, ja sogar Fairness, Mitgefühl und moralisches Verhalten. So kennen wir Delfine. Sie machen Tricks für Touristen. Auf ihrem Gesicht tragen sie ein Lächeln, ein Merkmal ihrer Anatomie, das den Menschen zur fatalen Annahme verleitet hat. Sie würden sich immer freuen und diese Tricks sogar gerne machen. Carsten Brensing ist Anthropologe und interessiert sich seit langem für die Intelligenz von Tieren. Und zwar nicht nur von Hunden, sondern vor allem von Delfinen. Eine der spannendsten Beobachtungen, die wir bei Delfinen gemacht haben, ist, dass die Tiere tatsächlich so etwas benutzen wie Namen. Delfine haben sogenannte Identifikationspfiffs. Und diese Pfiffe sind für ein besonderes, also für ein bestimmtes Individuum, so etwas wie ein Name. Der entwickelt sich im Verlauf des Lebens, der entwickelt sich basierend auf dem Mutterpfiff. Und das müssten die Tiere eigentlich nicht haben. Die einzige Erklärung, die wir heutzutage dafür haben, ist, dass das Sozialleben der Tiere so komplex sein muss, dass es wichtig ist, einen individuellen Namen zu haben, was viel über den Personenstatus dieser Tiere sagt. Und ein anderer Aspekt, der noch möglich erscheint, ist, dass die Tiere über Namen und mittels Namen auch über andere kommunizieren können. Und das ist natürlich eine abgefahrene Vorstellung, dass sich Delfine über sich und andere unterhalten können und möglicherweise auch Pläne gemeinsam schmieden können. Dass sich Delfine wirklich über abstrakte Dinge austauschen können, beweist ein Experiment in Honduras. Zwei Delfinen wurden Kunststücke beigebracht. Das ist noch nichts Besonderes. Aber dann bekommen sie von ihrer Trainerin eine neue Aufgabe. Sie sollen gemeinsam einen komplett neuen Trick erfinden. Die Tiere tauchen ab, kommunizieren und nur wenige Sekunden später präsentieren sie tatsächlich einen Trick, den sie noch nie gemacht haben. Did you see that? Das heißt, sie müssen in dem Moment verstehen, aha, mein Auftrag ist etwas zu erfinden, ein Verhalten zu erfinden, etwas, was es bisher noch nicht gab, soll ich machen. Und erst dafür kriege ich meine Belohnung. Und das ist eine Kreativleistung und ist auch die Voraussetzung, diese Leistung zu erbringen, ist auch die Fähigkeit, das Konzept dieser Frage und dieser Aufgabe zu verstehen. Und das ist durchaus beeindruckend. Delfine und Menschen haben eine lange gemeinsame Geschichte. Es gibt viele dokumentierte Fälle, in denen Delfine Menschen vor Haien oder vor dem Ertrinken retteten. Offenbar haben die Tiere ein Verständnis für Notsituationen und ein artübergreifendes Hilfeverhalten entwickelt. Man muss sich natürlich fragen, warum retten die Menschen? Die haben ja dazu keinen echten Grund. Und insofern hat man sich natürlich für dieses Verhalten besonders interessiert. Und man hat dann auch geguckt, ob Delfine halt sich untereinander auch retten und ob sie vielleicht auch eine andere Art retten. Und dafür gibt es tatsächlich auch Beispiele. Das Faszinierendste, was man erst vor kurzem echt belegt hat, das war ein Unterwasservideo einer Tauchergruppe, wo ein Delfin zu den Menschen gekommen ist und sich hat helfen lassen. Der hatte nämlich Angelschnur um die Flosse gewickelt und hat offensichtlich erkannt, dass Menschen Messer haben und dass man mit Messern Angelsehne abschneiden kann. Und das heißt, die Tiere helfen nicht nur anderen, sondern sie haben auch das Konzept so weit verinnerlicht, dass sie wissen, dass auch andere ihnen helfen können. Sich in andere hineinversetzen und planvoll handeln. Ist das bereits Intelligenz? Lange Zeit wurde Kultur als Inbegriff der Intelligenz betrachtet. Doch der biologische Kulturbegriff meint Innovationen, die dann in der Gruppe weitergegeben werden.
behaupten, in unserem menschlichen Sprachgebrauch ist Kultur der Gegensatz zu Natur. Per se kann in der Natur keine Kultur sein, weil nur wir Menschen Kultur haben. Wir kultivieren unsere Felder, wir kultivieren uns selbst, wenn wir ins Theater gehen und so weiter. Kultur und Natur geht also eigentlich nicht zusammen. So, nun hat man aber in der Verhaltensbiologie Beobachtungen gemacht, die eigentlich nur mit einer Kultur zu erklären sind. Ein schönes Beispiel dafür sind beispielsweise die Wahlgesänge. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass diese Wahlgesänge durch Umwelt zustande kommen oder sich erst im Verlauf von Generation zu Generation ändern, dann wäre nicht erklärbar, dass sich Wahlgesänge innerhalb von Jahren ändern können und teilweise regelrechte kulturelle Wellen durch die Ozeane durchlaufen. Es ist also so, dass wenn an einer Stelle im Ozean ein neuer Song auftaucht, das kam in Australien so, weil da ist eine Gruppe aus einem anderen Ozean eingewandert, hat ein neues Lied mitgebracht und es wurde sofort aufgegriffen als besonders attraktiv. Und dieser Song ist sozusagen dann durch den Pazifik gewandert, als kulturelle Welle, als Mode und wurde aufgegriffen. Und das lässt sich mit nichts anderem als mit dem Begriff Kultur erklären. Wichtig für Intelligenz ist das Verhältnis von Körpergewicht und Gehirnmasse. Bei Delfinen und Menschenaffen ist es fast ident mit dem des Menschen. Eine wichtige Voraussetzung für das Wachstum des Gehirns ist ein komplexes Sozialleben. Auch Raben leben in komplizierten Sozialgefügen. Dies führt dazu, dass ihr Gehirn im Vergleich zur Körpergröße mit dem eines Schimpansen vergleichbar ist. Eine Eigenschaft, die wir bis vor wenigen Jahren noch nur für uns Menschen haben gelten lassen, das ist die sogenannte Theory of Mind. Das Mind oder diese Theorie besagt, dass wir Menschen uns in andere Individuen hineinversetzen können. Das hilft uns einerseits, mitfühlend zu sein. Wir können erkennen, wenn jemand halt in Not ist. Aber es hilft uns auch, Verhalten von anderen vorauszusagen oder auch Verhalten von anderen zu manipulieren. Es ist also eine ganz wichtige Eigenschaft, dass sich in einen anderen hineindenken. Und es war eine ausgesprochen große Überraschung, als man das bei Vögeln entdeckt hat. Raben essen gerne Fleisch. Sie sind aber schlechte Jäger. Also müssen sie, um vor anderen Aasfressern bei einem Kadaver zu sein, kommunizieren und zusammenarbeiten. Die Konsequenz ist, dass sie nachher teilen müssen. Und das wollen die Raben schon wieder nicht mehr. Da ist es so, dass Vögel Nahrung vergraben an bestimmten Stellen und dann aber sehr genau aufpassen, ob sie beobachtet werden. Denn es gibt andere Vögel, die sie vielleicht beobachten und die wissen, dass es leichter ist, sich einfach Nahrung wieder auszubuddeln, als sie selber zu jagen. Der Rabe mit der gelben Markierung bemerkt, dass der Rabe mit dem roten Ring ihn beobachtet. Gelb sucht sich einen Platz, der für Rot gut sichtbar ist. Nun tut er so, als ob er hier sein Futter versteckt. Der Rabe mit der roten Markierung will seine Chance nützen und beginnt an dieser Stelle zu suchen. Er findet aber nur Eisstücke. Der gelbe Rabe indes nützt die Zeit und bringt sein Futter nun wirklich in Sicherheit. Das richtig Spannende war, als man entdeckt hat, dass zu diesem Verhalten erst Tiere fähig sind, die selber gerne stehlen. Ältere Tiere, die Erfahrung gemacht haben, dass man leichter an Nahrung rankommt, erst die sind zu hoch entwickelt, weil sie letztlich selber halt gerne mal stibitzen. Und erst die können halt voraussehen, dass auch andere dazu in der Lage sind. Junge Vögel würden das nicht machen. Noch erstaunlicher ist Betty. Die neukaledonische Krähe versucht ganz ohne Training mit einem Stück Draht an das Futter zu kommen. Doch als das nicht gelingt, manipuliert Betty ihr Werkzeug im Schnabel umdrehen. Mit einem Haken klappt's nämlich. Für uns Menschen ist es offensichtlich, dass wir etwas Besonderes sind. Wir bauen Städte, wir haben Autos, wir haben Computer und so weiter. Wir unterscheiden uns also vom Tier, denn wir haben das alles, wir können das alles. Aber das alles sind Kollektivleistungen. Wir haben das gemeinsam errungen. Nun haben wir allerdings eine Situation, dass wir Tiere, die praktisch vor diesem Moment stehen, wo sie als gemeinsame Kollektivleistung vielleicht Ähnliches vollbringen könnten, dass wir diesen Tieren diese Möglichkeit rauben. Denn unsere nächsten Verwandten, die großen Menschenaffen, speziell die Schimpansen, leben heute in geschützten Gebieten. Diese geschützten Gebiete
sind nicht miteinander verbunden. Sie können keine gemeinsame Errungenschaft bilden. Und das ist eine Tragik, denn die Verbreitung unserer Art hat dafür gesorgt, dass andere nahe Verwandte, die aber durchaus auch das Potenzial haben, sich zu dem zu entwickeln, wie wir, das gar nicht mehr machen können. Und meine Hoffnung ist, dass wir nicht dasselbe, was wir am Land gemacht haben, im Wasser tun. Denn damit haben wenigstens noch Delfine und Wale die Möglichkeit, sich vielleicht auch weiterzuentwickeln und auf ein Niveau zu entwickeln. So, ich glaube, das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. Ist ja ein ziemlich starkes Plädoyer. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Newton, jeden Samstag 18:40 Uhr. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche.